Guten Tag, Tomasz Mlinarski, Managing Director von IGLO Polen. Wir sind heute in Düsseldorf auf der größten Messe in der Welt im Sektor Industrie, Euroshop 2023. Es ist mit mir Geschäftsführer von IGLO Germany, Herr Nordin Buchano. Hallo Nordin. Hallo. Wie geht's? Sehr gut, danke schön. Was meinen Sie über diese Messe? Ja, also was ich dazu sagen kann, die Messe war sehr erfolgreich, die Nachfrage war enorm, wir haben damit nicht gerechnet und vor allem unser Messe-Highlight, unser King Inverter, wurde sehr gut angenommen. Die Nachfrage war sehr groß, die Energieersparnis hat sich durchgesetzt, wir haben viele Jahre daran gearbeitet und unsere Priorität war schon immer seit Jahren, auf Energieersparnis zu setzen. Und das hat sich jetzt ausgezahlt in der Messe für uns. Nach Ihrer Meinung, welche Produkte haben die größte Potenziale auf dem deutschen Markt? Also wir mit diesem steckerfertigen Gerät King Inverter sind wir Vorreiter. Wir haben die Energieeffizienzklasse A erreicht. Das, denke ich, wird für die Zukunft für uns eine große Rolle spielen. Und wir sind in der Bäckereilinie auch mit unseren neuen Geräten, mit der Pastella und in der Kombination mit der Vierteller, sehen wir auch ein großes Potenzial in den nächsten Jahren für den deutschen Markt. Okay, und was mit internationalen Markt? Ich meine, dass es gibt große Chancen, um auf internationalen Markt auch hier die neuen Produkte einzuführen. Definitiv. Die Messe war sehr international. Viele aus natürlich Europa erstmal für uns als Fokus und die anderen Länder, Drittländer waren genauso sehr vertreten. Wir waren auch überrascht von der Nachfrage. Unsere Produkte finden auf jeden Fall ein großes Interesse weltweit, auch in den Ländern, in denen es auch sehr heiß ist. Unsere Geräte schaffen die Temperaturen auch in hohen Umgebungstemperaturen und darüber freuen wir uns auch sehr. Okay. Ja, ich bin sicher, dass wir beide sind imstande, erreichen alle Ziele, die wurden von uns. Natürlich. Ja? So sehen wir das auch. Okay. Dankeschön. Danke. IGLO. More than cooling.